Hi, ich bin der Robin. Wir befinden uns gerade hier in Kempten im Allgäu bei der Firma ABT Sportsline. Wir sind der weltweit größte Veredler der Marke Audi, VW, Seat und Skoda und veredeln hier die Fahrzeuge, sei es Karosserie oder auch Leistungssteigerungen, Fahrwerke, einfach die Autos noch ein bisschen schöner machen und sportlicher. Ich bin als Kfz-Mechatroniker hier in der Werkstatt angestellt. Ich mache alle Tätigkeiten, die hier in der Werkstatt anfallen. Bei uns betrifft es ja zwei Bereiche. Das ist einmal der ganz normale Servicebereich. Ich mache Inspektionen, Bremse, alles, was so am Fahrzeug anfällt, alltägliches. Genauso aber auch Tuningmaßnahmen wie Fahrwerke einbauen, Leistungssteigerungen. Die CTEK-Geräte, die wir haben, die benutzen wir eigentlich fast täglich. Vor allem bei Servicearbeiten, so bei Inspektionen, wenn man den Service zurücksetzt, wenn man den Fehlerspeicher ausliest, Updates macht, wird immer ein Ladegerät von CTEK angeschlossen, um das Bordnetz zu unterstützen. Weil wenn man die Zündung an einem Fahrzeug anmacht, dann zieht das Fahrzeug, auch wenn keine Verbraucher angeschaltet sind, schon 20 bis 30 Ampere. Und das würde die Batterie sehr schnell leerziehen. Und deswegen schließen wir immer ein Ladegerät an, um das Bordnetz am Fahrzeug zu stützen. Ich finde, das Pro120 ist ein sehr einfach zu bedienendes Gerät. Es ist sehr handlich, es hat einen schönen Tragegriff. Es ist einfach zu bedienen, hat verschiedene Modi, wo man die einzelne Batterie in verschiedene Zyklen laden kann. Ist sehr gut einzustellen. Man schließt man schnell an mit einem robusten Kabel und dann kann es auch schon losgehen mit der Arbeit.